Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Rudi Langhammer. Man glaubt es kaum, aber Rudi Langhammer ist zurück hier auf der wunderschönen Rehbach. Ja, der liebe Herr Capone hat uns quasi eingesammelt und die Geschichte mit Rudi Langhammer geht weiter. Wir bringen quasi den Charakter zurück. Vielleicht als kurze Background, warum. Ja, ich ehrlicherweise für mich, ich bin mit Sigi Rohrmüller halt nicht so warm geworden, so wie ich mir das halt vorgestellt hatte. Und auch aus den Hintergründen, ich bin ja Projektleitung bei Two Farming und wir brauchen halt wieder vernünftige Rollen aus der Projektleitung, die halt gewisse überwachende Tätigkeiten auch im RP wahrnehmen, also in Anführungsstrichen, ne, in Klammern Bürgermeister, also Stadtverwaltung, Transportunternehmen und so weiter. Und da haben wir uns dann halt überlegt, dass es ja Sinn machen würde, da Rudi Langhammer ja diese Rolle schon mal eingenommen hat in Waldstätten, wie ihr euch ja sicherlich erinnern könnt, dass ja, das ja passen würde, dass er quasi jetzt irgendwie in Waldstätten quasi abgedankt hat als Bürgermeister, da eine erfolgreiche Zeit hatte, war ja auch dann durch Oswins Abgang Geschäftsführer der WVG. Und wird jetzt hier mit neuen Aufgaben eingeweiht. Und wir machen quasi heute eine Vorstellungsrunde. Ihr seht, der liebe Capone sitzt schon mit uns in seinem schönen Wagen. Wir warten jetzt noch kurz, bis es losgeht. Deswegen, ich mache jetzt schon die Anmod und Rafa ist noch kurz was am Klären. Und ja, wir starten quasi wieder rein mit Rudi Langhammer. Das heißt, ihr kriegt wieder euren richtig schönen Berliner Akzent zurück, würde ich sagen, wa? Und ich hoffe, es zum einen, das freut die anderen. Ich sag mal, es werden noch natürlich ein paar Folgen kommen mit Sigi Rohrmüller. Da sind noch einige auf meiner Festplatte, die dann hochgeladen werden. Und ja, die Geschichte, sag ich mal, mit Rudi Langhammer geht dann halt einfach weiter. Genau. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein. Oh, das ist ja hier ein ganz schönes Dörfchen, wa, Herr Capone? Bitte? Ja, das ist doch ein ganz schönes Dörfchen hier eigentlich, wa? Also, ja, wo es, wir jetzt ist hier gemütlich, so. Ja. Und, ist toll. Ja. Naja, ja. Kann man nicht sagen. Also, da hat Ihre Stellenbeschreibung auf jeden Fall gepasst, was Sie mir da irgendwie geschrieben hatten. Oder? Wir haben da extra ein Marketing-Team beauftragt. Echt? Nur für die eine Stelle nur, da, ja? Richtig, genau. Oh, das ist ja irre. Also, ja gut, haben Sie ja gesehen. Da haben Sie den richtigen Mann jetzt hier angelt. Das verspreche ich Ihnen. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Ja. Also hier ist der Eichenhof. Ne? Ja. Oh, das ist ein kleiner ja. Bauer. Ja. Ganz gemütlich daher. Ja. Aber hier wäre dann Ihr Büro. Oh, das ist ja eine schöne Gemeinde. Genau, das ist quasi ach, gleich mit der Feuerwehr. Mit Feuerwehr und Polizei vor Ort. Ja. Ja. Genau. Da könnten Sie dann arbeiten. Also wären dann ein bisschen Ihnen die Aufträge. Ich werde Ihnen auch heute ein bisschen einweisen, ne? Ja, so, finde ich gut. Hatten so, wir ja so gemacht, ausgemacht, ne? Genau. Als wir uns da gesehen hatten, dass ich jetzt mit meinen neuen Aufgaben gleich vertraut gemacht werde. Also grob gesagt ist die Agrar relativ einfach gesagt. Also wir haben Flächen gekauft, ja. Also landwirtschaftliche Flächen, die wir bewirtschaften lassen oder ja. Selber bewirtschaften durch LU und so. Ja. Also wir haben keine eigenen Maschinen so gesehen, mhm. Ja. Hm. Wir haben das Transportunternehmen mit drin, in der Agrargemeinschaft. Ja. Das heißt, wir transportieren für die Bauern sämtliche Sachen von A nach B. Ja, schön, das klingt gut, weil das war ich früher auch mal, aber selber genau. Als Fahrer. Ja, wir sind die ganz, also wir besitzen quasi alle Produktionszweige hier und in Fichtal drüben. Ah, ja. Hm. Außer die Weberei, die haben wir jetzt, oder werden wir jetzt dann abstoßen. Ja. Und die, wie heißt es hier, Getreidemühle da drüben. Ja. Die ist im Privatbesitz, alles andere hat quasi die Agrargenossenschaft und verpachtet es dann. Okay, ja gut, das ist ja, ja dann, und da hab ich werde dann quasi da so ein bisschen die Hand drüber haben, sag ich mal. Genau, also und dann da für Ordnung sorgen. Ihr Aufgabengebiet ist quasi das Transportunternehmen, ja. Mhm. Dass Sie da die Hand drüber haben über die beiden Mitarbeiter. Ich werde Ihnen auch gleich einen vorstellen, ja. Ja, gerne, ja, machen der Sie das. Der andere mal. Ist in Fichtal drüben. Ja. Und genau, dann einfach mir ein bisschen unterstützen bei den Sachen hier, landwirtschaftliche, also die Bewirtschaftung ausmachen mit dem LU und so und ja. Pachtangelegenheiten und so weiter. Ne? Ja, nee, das ist kein Problem. Das ist genau, doch also aber hier, richtig, habe ich doch. Ist das LU hier? Ja, oh, das ist ja ein Kleinet. Da kenne ich aber aus Waldstätten was anderes, muss ich Ihnen sagen. Ja, ist klein und gemütlich, aber, ja, aber wir haben jetzt auch nicht so Riesenflächen hier. Ja, nee, ach,
Um Gottes Willen, das Waldstätten war ja ein riesen Gebiet da, muss ich sagen. Genau, ich zeige Ihnen mal kurz unser nächstes Bauobjekt. Ja, sehr gerne. Wir haben da, wir sind da gerade dran. Wir haben ja den Landhandel übernommen hier. Ja. In der Agrargemeinschaft, weil dort die Besitzerin abgesprungen ist und hatte sehr große finanzielle Probleme. Oh, und oh, da Landhandel ja quasi gut benötigt wird, ne, ist ja wichtig, haben wir den quasi übernommen und haben den verpachtet. Ja. An die vorherigen Betreiber. Ja. Und haben jetzt auch einen Vertrag geschlossen mit Deuka. Oh, schön. Also Futtermittel, genau. Ja, kenn ich, ja. Mit speziellen Futtermitteln und so weiter. Also es geht voran hier. So, hier sehen Sie ihn erst zu. Aber ich sag mal, wir dürfen drin, wa? Genau, ist ja unser Gelände. Genau. Deswegen. Also Sie dürfen auch ruhig die Dekadenz ein bisschen raushängen lassen, weil wir haben schon echt Kohle. Ja. So, genau. Also das hier ist das alte Haus vom BGA-Besitzer. Oh, schön. Da hat er sich ja was ordentlich hingestellt, wa? Genau, das war die alte BGA hier. Die ist leider in die Luft geflogen. Ui. Die haben wir dann abgetragen. Wie Sie sehen, ist auch schon sehr zugewuchert hier mittlerweile. Ja, ich sehe gerade, ja. Genau, da stehen jetzt noch ein paar alte Hallen rum. Da haben wir jetzt dem Landhandel den Auftrag gegeben, dass sie hier quasi abmähen. Ja. Damit sie das auch nutzen können, ja, als Produkt gleich. Dann werden sie den Boden umbrechen und dann werden wir mit dem Bau beginnen. Weil der Landhandel kommt hier unten, hier oben hin. Ach, stimmt. Das ist ja irgendwie da unten, dieses Agro-Center, wo wir da irgendwie jetzt gerade gestartet sind, wa? Genau. Ja, da fahren wir gleich nochmal vorbei. Ja. Damit sie auch mal die Leute kennen, weil da mit denen haben wir auch viel zu tun. Ja, 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 klingt ja gut. Ja, ja. Und wie gesagt, da müssen sie halt auch präsent sein. Ja. Und wir werden dann hier hochbauen, weil hier einfach die Fläche größer ist. Ja. Sodass die auch mehr Platz haben. Nee, also ich sag mal, Bürgernähe, das ist mir kein Fremdwort auf jeden Fall. Also ich war ja da auch, als Bürgermeister war ich immer für alle Sorgen und Probleme auf den Höfen immer für irgendwas zu haben. Ich habe alle Anliegen, wenn sie jetzt selbst geklärt, also das ist kein Problem. Also da. Ja, aufgrund ihrer Bürgermeisterfähigkeiten haben wir sie auch geholt. Ja, ja, das ist. Nee, also war ja auch so die Abmachung. So, aber ja, ich bin ja also, Sparkassenvorstand noch ja nebenbei, ne? Ja. Ja, ja, das ist ja hier alles aus einer Hand wäscht die andere, sag ich mal, wa? Ja, richtig. Das ist ja da drüben nicht anders gewesen. Aber ja, hier ist einfach alles, das Geld besser. Alles, genau, es muss ja alles eigen bleiben, ne? Ja, also, wir können ja nicht irgendwie hier was abgeben, das ist ja total doof. Nee, ne? Nee, das ist richtig. Also ein paar Sachen wahrscheinlich schon hier, die alteingesessenen, ja, ne? Ja, aber ja, ein bisschen. Deswegen. Aber wir übernehmen schon. Also hier rechts haben wir auch nochmal eine Gemeindehalle, ja? Ja. Da ist der Winterdienst untergebracht. Und wir haben ein neues Gefährt gekauft. Okay. Für die Bautätigkeiten hier. Gucken Sie mal. Einen schönen Bagger. Oh. Sehen Sie den? Ja, ja, ich sehe das, ja. Ja, genau, den, und hier rechts noch ein bisschen Schnee-Equipment haben ja wir noch. Ja, ist schön. Jetzt sieht er gut aus. Genau. Also weil wir, ne, mit den Bautätigkeiten haben jetzt nochmal einen Bagger geholt für den Bauhof. Ja, nee, also das muss ich sagen, das sieht hier alles ganz passabel aus, ja. Genau, dann hier hinten ist das Transportunternehmen, das wird tatsächlich auch nochmal umgebaut, da müssen wir okay noch ein paar Bauvorhaben angehen. Ja, wie sieht es da so mit dem Fuhrpark aus? Muss da irgendwie was erneuert werden oder sind wir da eigentlich, sag ich mal, auf dem neuesten Stand? Aktuell ist alles eigentlich voll. Okay. Also wir sind da gut, ne, wie Sie hier sehen, wir haben hier den Volvo-LKW. Ja, schön. Einmal mit Pritsche, ne, zum Aufladen und einmal mit Transportaufbau. Jawohl. Das hier ist ein Fremd-LKW, ne, der macht Lieferungen. Ja, das sieht man ja auch direkt, ja, ja. Genau, das ist der Deuka Futtermittel, ja, LKW. Und dann haben wir hier noch, also der JCB hier, das ist der Winterräumfahr, ja, okay, Fahrzeug, aber im Sommer natürlich auch hier, ne? Ja, okay. Unterstützung mit drin. Dann ein paar Fahrzeuge noch vor Ort hier. Na, hier auch nochmal unser Rasenmäh-Traktor oder ich weiß nicht, wie das Ding nennt. Ja, ich weiß schon, was ich meine, so für zum, sag mal, genau, für Gemeindeflächenpflege und so, ne? Genau. Ja, genau. Mhm. Noch ein LKW, wo man Schüttgut transportieren kann und. Mhm. Also wir sind gut aufgestellt. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten, würde ich sagen. Genau, wir werden auch hier umziehen quasi. Wir werden ja hier das Gelände aufreißen und werden quasi umziehen, ja. Na gut. Ja, das heißt, da kann man dann sich nochmal ein bisschen. Oh, da kommt da ja schon entgegen, der Kollege hier, wa? Warum ruft der mich an? Ich stell es ihm mal vor. Machen wir mal. Wenn der wüsste, dass er seinen Chef angehupt hat. Ach, ich bin da nicht so. Ich hab auch gerne früher ja, mal. Nee, da müssen sie so sein. Ne? Also hier Autorität wird hier groß geschrieben. Ja, aber das ist kein Problem. Aber oh, jetzt hat er einen Unfall gebaut. Oh, no. Oh nee, die tollen Sachen. Oh nee. Oh. Ich werd weich. Na, den müssen wir nochmal wahrscheinlich auf die Führerscheinstelle schicken, würde ich sagen. Irgendwie läuft nicht so ganz. Ah, ich sehe schon, ich habe qualifizierte Mitarbeiter, die sie mir da mitgebringen haben. Ja, einfach. Er hat aber auch eine mitgelenkte Achse. Ich hoffe, das sieht er da. Aha. Denke, ah, jetzt hat er es geschafft. Ja, ja. Ja. Aller Anfang ist schwer. Ja, ja. Der ist wahrscheinlich ein bisschen nervös oder so, weil, richtig, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ihm ja schon gesagt, der kriegt heute einen neuen Chef oder irgendwas. Nee, nee, habe ich nicht. Also, jetzt fährt er ich hier. Ich bin aber noch Ihr Vorgesetzter, ne? Herr Langham. Also, aber dürfen Sie alles nicht gut. Mehr, ne? Nein, Herr Gebauen, um Gottes Willen. So.
Hallo. Tachchen. Herr Heimann. Guten Tag. Guten Tag. Mich kennen Sie hoffentlich noch, ne? Ich bin Ihr Vorgesetzter. Ja. Ist Ihnen so noch ein Begriff, oder? Oder schon vergessen? Nee, Sie bezahlen ja immer noch meinen Lohn. Das so richtig, ja. Genau. Darf ich Ihnen vorstellen, dass der Herr Langhammer... Tachchen, hallo, Guten Langhammer. Tag. Ist ehemalig aus Waldstätten. Genau. Okay. Da haben wir noch einen hier. Da haben wir noch einen hier? Ja, aus Waldstätten. Okay. Na, die Welt ist klein, sag ich immer, wa? Also ja, den können Sie ja dann auch noch kennen. Ja, also, ganz entspannt. Nur für Sie, Herr Heimann, zur Info, der Herr Langhammer ist jetzt auch bei der Agrargemeinschaft mit dabei. Genau. Und ist quasi dann Ihr Vorgesetzter, ja. Genau. Aber das, okay. Ich würde sagen, das klären wir dann sozusagen nach unserem Rundgang, komme ich nochmal vorbei und dann treffen wir uns mal in Juro und dann quatschen wir mal, würde ich sagen, ne? Dass wir dann da irgendwie uns einen Plan machen. Wenn wir nicht gerade unterwegs sind, sind wir ja, immer hier. Wenn nicht mal, telefonieren wir uns zusammen, wartet ihr auch. Genau, also es wird sich dann so nichts ändern, ne? Nur dass der Herr Langhammer quasi zwischen mir und Ihnen dann platziert ist. Genau. Ja. Kein Problem, Sie sehen ja, unser Job läuft immer. So muss es sein, so soll es auch sein. Ne? Das Geld muss rollen. Genau, und die Aufträge rollen gerade auch weiter. So muss es sein. Perfekt, dann stören wir Sie auch gar nicht. So ist es. Machen Sie weiter, ne? Und den Schaden vorne am Zaun ziehen vom Lohn ab, ne? Ist ja klar, das ist, ne? Kein Problem, aber die Einfahrt ist auch sehr eng. Das stimmt, Sie haben gesagt, Sie sind Experte im LKW-Fahren, ja? Ja, also, war ich doch, haben Sie doch gesehen. Schauen Sie mal den Kratzer hier an. Gucken Sie sich das an. Das ist ein neuer Auflieger, sehen Sie das? Ja, dem polieren wir gleich wieder raus. Tun Sie da mal drüber lackieren, ne? Ja, eieiei. Naja, aber gut, wenn wir selber Hand anlegen, dann geht das ja, dann ist das nicht so teuer. Richtig. Alles klar, bis dann, Herr Heimann, bis später. Ja, tschüss, Herr Heimann, tschüss. Ein netter Kollege. Ja, klang jetzt aber nicht... Aber wissen Sie, man muss sich immer gleich durchsetzen, verstehen Sie? Okay. Also wir können nicht einfach durchgehen lassen, dass unsere Sachen beschädigt werden, also da... Nee, also das, und wenn, muss er halt sagen, wa? Dass wir da irgendwie richtig, dann... Richtig, ne, ich schätze mal vor, wir hätten das gesehen, wir hätten es nicht gesehen, hätte es naja, gesehen. Ja, das wäre natürlich schwierig, ne? Also... Ja, das stimmt, aber ich das denke, stimmt, das wird er schon machen. Oh, was ist denn hier für eine Freifläche? Ist hier die Party-Location? Genau, das ist noch eine Freifläche. Ja. Da wird erstmal nichts passieren. Okay. Die bleibt erstmal so. Schön. Da werden dann irgendwann noch, falls wir mal Produktion noch brauchen, drauf gebaut, ne? Okay. Genau. Das heißt, genau. Das ist dann eher unsere Fläche, oder was? Zur Erweiterung? Genau, die gehört auch der Agrargemeinschaft. Okay. Also das Transportunternehmen werden wir in der Tat auch mit auf das Gelände von dem Landhandel bauen, auf die große Fläche. Ja. Ne, weil da einfach viel Platz ist. Das heißt, wir haben dann gleich das Zusammenspiel, ja. Quasi den besten Kunden quasi gleich im genau, Schlepptau genau, oder was. Genau. Dann fahren wir nochmal hier zum Agro-Center, noch zum alten Standort, ne? Mhm. Ja. Oh, ja, das Auto hat manchmal leichte Kurven. Ja, hier. Ich sehe schon, aber Sie fahren ja hier ganz souverän durch die Stadt, richtig, wa? Richtig. Ja, wir müssen halt hier umbauen, weil die haben sich beschwert, dass hier so eng ist, ne? Die ganze ja, Sache mit LKW und so. Ja, das sieht mir schon recht sportlich aus, wenn man hier mal rumdüst, wa? Also das, aber hier ist ja auch mächtig was los. Also bei unserem alten Land, dann war mal irgendwie ein bisschen tote Hose angesagt. Also, naja. Ne, lassen Sie uns mal rausgehen, ne? Na klar, gerne. Hallo! Tachchen! Oh, was ist jetzt los? Ja, ist ab. Perfekt. So, ich pack mal kurz ein. Ach nee, ich stehe ja schon wieder. Aber Johann, ist das der Flug? Der Flug, genau. Kommen Sie mal her hier. Oh, Herr Rosenberg, schön, dass Sie auch da sind. Ja, ich habe auch einen aus Waldstätten. Kommen Sie mal. Wen haben Sie denn aus Waldstätten? Oswin, bist du das? Was? Oswin, kennst du mich noch oder was? Rudi? Ja. Was machst du denn hier? Na, ich muss hier jetzt irgendwie arbeiten. Ich verdiene hier mein Geld zukünftig. Scheiße, ja, guck dich mal an, was für Fummel du rumrennst, Rudi. Ja, was muss ist da ich. Los? Ja, das ist so, wa? Ich bin was anderes geworden. Er hat sich bei uns beworben, der ist bei der Agrargemeinschaft bei mir dabei. Ja, Tachchen, also ich bin der Langhammer, für die mich nicht kennen. Rudi. Genau, Rudi Langhammer. Ich brauche am Lohnunternehmen einen guten Arbeiter. Ja, ich glaube, ich bin hier noch ausgelastet mit meinem neuen Job, da was mir der Herr Capone damit gegeben hat. Na wunderbar. Deswegen, guck mal, da sieht aus wie eine Tipster. Die kannst du nicht einstellen. Außerdem können Sie das Geld doch nicht bezahlen, ich hab einen Hof mit dem gehabt. Ach so. Ich hab einen Hof mit dem gehabt. Der Rudi war Bürger. Was ist mit deinem Bürgermeisteramt, Rudi? Das hat der Bürger übernommen. Den habe ich. Okay. Ja, da gab's so eine kleine Revolte in Waldstätten. Oh, okay. Weiß ich nicht. Was mit den Italienern da zu tun? Ja, das war irgendwie. Die haben mich irgendwie abgedrängt. Der Bürger hat da auch mit drin gesteckt unter der Decke. Hallo? Was? Der Apache, kannst du mal bitte dein Fahrzeug auf Seite verfahren? Achso, ja, natürlich. Bevor der Andreas hier unseren Landang abreißt. Ja, natürlich. Einmal kurz drücken.
107, Junge. Ja, also wenn ich mich kurz vorstellen darf, also ich bin quasi jetzt neu auch bei Agrargemeinschaft und führe sozusagen die Sparte Produktion und Transport und Logistik für sie, sozusagen. Ne? Also wir werden uns jetzt hoffentlich öfter dann sehen. Ja, bist du hier in Rehbach oder in Fichtal? Ich bin überall unterwegs, ne? Da wo man mich braucht, bin ich zur Stelle. Die Agrargemeinschaft, Herr Rosenbeck, ist überall, ja? Sie können uns nicht entfliehen. Genau. Also ich bin überall da und ja, ich hab's gerne kurz mit Kunden, sag mal, ich bin der Rudi. Ja, es ist schön, dass ich dich nicht sitzen muss, Rudi. Nee, muss ich nicht. Freut mich. Herr Pech? Ja? Auch hier, ne, der Herr Pech und der Herr, wie ist Ihr Name? Nochmal gewesen? Schachbrett? Schröder. Ja, das kann ich mir auch merken. Das sind die Pächter von dem Landhandel. Ah, okay. Ja, Taschen. Genau. Und der Herr Steiger, der hier steht, der ist nur Statist, ja. Nee, Statist ist er nicht. Der ist beim Händler unterwegs. Ach so. Ah, okay. Das ist ja ein Mitarbeiter von dem Herrn Klein, ne? Tun Sie dir mal nicht. Das ist ein sehr kompetenter Mann. Geworden. Okay. Früher war er es nicht. Also, ja, gut. Sehr gut. Ja, der hat die Gelben eingereicht. Nee, also nur, dass er denn wisst, wa? Ja, genau, nee, super, dass sie ihn mal kennen, ist auch ansprechbar. Also das heißt, du, also wenn es irgendwas mit der Agrargenossenschaft gibt oder sonst was, kann man auch dich ansprechen. Genau, entweder den Herrn Langhammer oder mich, ja. Also, ich bin Herrn Langhammer immer noch sein Vorgesetzter, ja, aber... Ja, das wollen wir ja auch nicht unterschlagen. Ja, unterschlagen? Ja, unterschlägt niemand was. Keine privaten Gelder, was? Ja, alles gut, hab das schon verstanden. Ach ja, danke für den Kredit auch nochmal. Vielen Dank. Danke, hat mir sehr geholfen, mein Unternehmen weiter auszubauen. Sie hatten in Waldstätten erhorrende Schulden, nicht ich. Ja, nee, hat mir wirklich sehr geholfen, hier unternehmerisch weiter auf die Beine zu kommen. Ja, super. Ja, das freut uns, dass wirklich. Wir Sie so unterstützen können. Ja. Ja, danke. Also wirklich für die Ablehnung des Kredites will ich mich nochmal besonders bedanken. Ja, bitte. Apache. Langhammer, wir müssen noch weiter. Ja, es bleibt immer. Machen wir so. Also wenn irgendwas ist, ich lasse ihn mal hier. Warten Sie mal, Herr Pech, ich gebe Ihnen mal meine Nummer schon mal. Dass sie mich anrufen können. Herr Schmidt, auch immer. Mal. Ist ja sehr Schröder? Ich hätte auch noch ganz gerne. Nennen Sie mich ruhig Sebastian. Was denn? Ich hätte auch ganz gerne noch mit Ihnen ein paar Worte, Sätze gewechselt. Aber wenn mit sie mir jetzt? Wissen, ja. Ja, weiß ich nicht. Herr Paul, haben wir noch kurz Zeit oder was? Steigen Sie mal ein, ziehen Sie mal ab. Wie bitte? Haben wir noch kurz Zeit? Herr Pech wollte sich kurz mit mir mal unterhalten. Ich bin da wieder am Weg. Achso, ja. Nee, warte, was? Geht auch. Erzählen Sie, was wollen Sie denn wissen? Ja, ich wollte aber ganz gerne unter 4 Euro rein. Das hat hier die Leute in einem Umkreis hier nichts zu interessieren. Ja, nee, das können wir. Wieso wollen Sie denn mit meinem Mitarbeiter unter 4 Euro rein? Das klingt sehr komisch. Tut der vor dir verheimlichen, Sven? Ja, ich weiß. Ich bin ja nur der Putzer. Ich putze nur. Achso. Also, na gut, also Herr ganz Rosenberg, kurz. Haben Sie einen leckeren Kaffee oder was? Ja, das ist ja noch recht früh, wa? Eine Sekunde, nur ganz kurz. Herr Pech, passt das jetzt erstmal mit den Maschinen so, die Sie bestellt hatten? Ist das jetzt richtig, was da angekommen ist? Nee. Nein, da fehlt noch eine ganze Menge. Deswegen musste ich gerade so lachen, wo Sie sagten, Ihr Mitarbeiter wäre kompetent. Ja, was? Hä? Es fehlt noch ein Düngerstreuer? Ja? Düngerstreuer wurde bei mir nicht bestellt. Ja, aber sowas. Nein. Nee, beim Kalle haben wir den bestellt, nicht bei dir. Ja, oder bei Kalle, mir egal. Egal ist das nicht, du. Warum denn nicht? Ja. Arbeitest du nicht auch da? Ja, aber schiebt man nicht was auf andere Leute. Wieso arbeitest du da? Ja, aber ich war ja auch... Das sagst du mir immer, dass du keine Ahnung hast? Das stimmt ja gar nicht, weil das habe ich euch ja bestellt. Und das, meine Herren, bitte nicht streiten, das ist das Hallo, Feng Shui. Hallo, ist ja gerade spannend, runter, ja. Lehnen Sie sich da zurück. Achso, ja, machen Sie weiter, Runde 2, ding, ding, ding. Okay, also gut, aber die Sachen, die ich dir gebracht habe, hast du bestellt? Die habe ich bestellt, ja. Die passen. Ja gut, wunderbar, alles klar, dann... Kannst du uns noch einen Preis dafür sagen, was das kostet? Was wir dafür bezahlen müssen? Oh nee, ich habe wirklich nur ausgeliefert. Ich habe hier in Rehbach, mache ich hier die Preise. Aber warte mal, dann, ich kann... Aber dein Kollege, der kann den Preis sagen. 84.500 kriegen wir dafür. 84.500. Warte, das überweisen wir dann auch mal ein bisschen später, ne? Das ist die Samasch Kombi, die kostet 84.500. Oh, bitte nicht, lesen Sie den Pachtvertrag, ne, Herr Pech? Ja. Genau. Nicht in Zahlungsverzug kommen, Entschuldigung. Ja gut, nee, wunderbar. Dann mache ich wieder los, oder? Na, Herr Rosenberg, Sie kommen jetzt zu uns, ja? Genau, wir müssen dann auch nochmal mit dir reden, aber mach ruhig erstmal hier mit Apache. Gut, dann gehe ich erst kurz zum Herr Kupp. Ja gut, genau. Herr Pech, ich habe Zeit für Sie. Klar. Kommen Sie, wir gehen mal, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, oder was? Haben Sie einen leckeren Kaffee? Ja. Wunderbar, na dann, ich komme mal Johann, mit. Dann danke dir, ne? Soll ich den da stehen lassen? Stell da ab, ja. Alles klar, okay. Warte, ich komm mit, machen die ab und dann kannst du gleich los. Oh, das ist ja ein schönes Büro, was sie hier haben, muss ich mal sagen. Sieht ja echt schön aus, wa? Mit den Bildern und so was alles. Erinnert mich so ein bisschen an meine alte Heimat.
So. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte jetzt einfach mal, mit mir haben Sie kein Wort gesprochen und ich wollte jetzt einfach mal... Ach so. Na, ich hatte mich kurz vorgestellt, ich weiß nicht, aber... Also ja, das habe ich ja wohl mitbekommen. Ja. Danach hatten Sie ja nur Ihr Augenmerk auf Rosenberg und deswegen... Ja, na gut, ich sag mal... Ich nehme Sie mal zur Seite, vielleicht können Sie alle mit mir auch vernünftig reden. Na klar kann ich mit Ihnen vernünftig reden, das dann hauen Problem. Sie doch mal raus. Was ist denn Ihr Aufgabenbereich? Weil Sie sagten, Sie sind für Transport und so zuständig und genau. Wir arbeiten da sehr, sehr viel miteinander. Das ist eigentlich eine wichtige Information, die wir als Landhandel bräuchten. Deswegen fand ich das ein bisschen schade. Direkt, ich bin weg. Na, tschüss. Nee, nein, gut, wir wollten jetzt erstmal nur die Vorstellungsrunde machen. Ich wäre dann natürlich selbstverständlich auch auf Sie als erstes zugegangen, weil wir ja dann am engsten wahrscheinlich miteinander arbeiten müssten, weißt du? Und deswegen hätte ich damit jetzt auch kein Problem, wenn wir das jetzt natürlich besprechen, aber wir können das auch gerne nochmal in Ruhe irgendwie im späteren Verlauf des Tages klären, sag ich mal. Ja, aber gerne. Also ja, ich war früher Bürgermeister in einer relativ großen bayerischen Gemeinde. Ja. Kommen gebürtig aus Berlin, wie man das ja wahrscheinlich auch hört. Ja, hört man so ein bisschen aus. Genau, und war da quasi auch zusammen mit dem Oswin Inhaber einer riesen Genossenschaft. Und deswegen habe ich da sozusagen so ein bisschen Erfahrungswerte zum einen aus der Verwaltung. Also ich werde ja die Gemeinde auch ein bisschen hier unterstützen bei Verwaltungsarbeiten, dass das alles hier vorangeht. Und halt dadurch, wie ich ja meinte, Leiter oder ja, Abteilungsleiter für Produktion, Transport und Logistik. Das heißt, ich bin quasi... jetzt der Vorgesetzte von Herrn Heinrich, wie der hieß, nee, nicht Herr Heinrich, Herr Heimann, entschuldigen Sie, und Herrn von Raden in Fichtal. Ne? Und ich bin quasi dann für Ihre Transportaufträge und alles verantwortlich. Ah, okay. Ne? Also wenn Sie irgendwas brauchen oder bestellen, natürlich auch meine beiden Kollegen anrufen, ich bin ja eher dann so für das Organisatorische im Hintergrund verantwortlich, aber auch gerne mit mir sprechen natürlich. Ne? Oder wenn irgendwas Probleme sind oder Sie irgendwas dringend brauchen, dann bin ich auch Ihr Ansprechpartner. Ah, okay. Irgendwelche Änderungen oder so geplant, die auf uns zukommen könnten? Sind Sie da irgendwas am Machen? Weder positiv noch negativ, allgemein Änderungen? Also erstmal ist jetzt das Ziel, dass ich ankomme, mir einen Überblick darüber verschaffe, wie das Ganze hier vonstatten geht. Und dann werde ich meine Ideen oder auch gerne natürlich die Kundenwünsche und Ideen versuchen, so gut wie geht umzusetzen, wa? Das ist mir ja das größte Anliegen, dass die Kunden zufrieden sind, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich zwar mal einen gute Transporter und ich habe aber keine Kunden. Ne? Also das mal so vielleicht in der Hintergrundgedanke. Okay. Ne? Wunderbar. Also von daher, keine Angst. Also ich wäre im Zweifel auch nochmal dann vorbeigekommen und hätte Ihnen da irgendwie nochmal ein ruhiges Minütchen angeboten, auch gerne mit Ihrem Kollegen, der Herrn Schröder, dass wir das in Ruhe klären könnten. Ne? Also die Angelegenheiten. Ja. Hm? Judy. Welche Angelegenheit geht's denn? Nee, ich wollte einfach nur mal kurz, dass ich mich bei ihm persönlich vorstelle und was ich so mache und so. Und das habe ich ihm jetzt mal in Ruhe erklärt. Und dabei haben wir noch einen genüsslichen Kaffee geschlürft, wa? Für mich war es jetzt nur wichtig, vernünftige Informationen zu bekommen, weil er sagt, er ist für den Logistik und sowas zuständig. Und da wir ja hier sehr viel mit den Transportunternehmen zusammenarbeiten. Genau, und deswegen wollte ich mal in Ruhe mal kurz quatschen. Genau. Ja, Herr Pech, ich hätte noch ein Anliegen an Sie. Ja, klar, sehr gern. Die Fläche oben, machen Sie die noch? Da wollten wir jetzt gleich mit anfangen. Also, achso, ja, perfekt. Wir wären schon eigentlich da, aber wir wussten jetzt nicht, dass noch das Musik kam und der Rosenberg. Ja, nee, alles gut. Ich hätte noch einen Vorschlag. Ich würde gerne das Transportunternehmen ebenfalls mit auf die Fläche packen. Die brauchen nicht viel Platz. Weil sie ja quasi mit denen am Stück arbeiten müssen, verstehen Sie? Die brauchen bestimmt ein paar Rabatte, oder? Ja, also ich denke mal, wer könnte denn drüber nachdenken? Ja, vorher sollten wir das ja da oben alleine alles machen. Jetzt wollen wir es teilen. Nein, das sowieso nicht. Also Sie müssen ja da oben sowieso nicht. Was müssen Sie denn zahlen da oben? Keine Ahnung, ich dachte, dass wir da noch zahlen müssen. Umbau, Neubau. Nein, das zahlt ja die Agrar. Oh, okay. Es ist ja unser Eigentum. Ich dachte, wir müssen da noch ein paar. Nein, Sie müssen da gar nichts zahlen. Sie haben ihre Pacht. Und ich habe zahlen, alles andere ist gut. Und ich habe so gesagt, ich sag mal so, ich habe ja dann meinen besten Kunden quasi in der Westentasche sitzen bei mir. Oder wir sitzen bei euch quasi, sag ich mal, ne? Also, und wenn Sie mal mich im Büro aufsuchen wollen, das ist sozusagen im Gemeindehaus. Da habe ich ein eigenes Büro, da können Sie dann immer vorbeischneiden, wenn mal irgendwas Dringliches sein sollte. Oder über Telefon. Also, ich würde, ganz kurz, ich würde quasi vorschlagen, dass wir Sie in den vorderen Bereich packen, dass wenn der Kunde reinfährt, Sie gleich hat, ne? Genau. Und dass wir dann so neben, also so links vorbei eine Straße machen und dann hinterhalb so ein bisschen räumlich abgetrennt mit Mauer das Transportunternehmen setzt, weil die brauchen nicht viel Platz. Ja. Das klingt nach einem vernünftigen Plan, weil Sie sind ja auch der Haupt. Und warum die Kunden wenn das für Sie in Ordnung wäre. Ne? Also, ja, das voll. Aber ich denke,
Ich denke, wir können da ein bisschen auch Geld sparen, die Effizienz erhöhen, wenn die gleich bei Ihnen in der Nähe sind. Das, quasi. Das stimmt. Ne, es geht voll klar. Alles super. Alles klar, perfekt. Dann würde ich auch weitergehen. Gut, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Herr Pech, wir sehen uns. Ja. Alles klar. Ne? Ich wünsche Ihnen was. Tschüss. Ich wünsche Ihnen auch was. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Gut, Herr Capone, dann fahren wir weiter, oder was? Können wir machen, ja. Wo fahren wir jetzt hin? Was könnte ich Ihnen jetzt noch zeigen? Ich zeige Ihnen noch ein bisschen was. Na klar, machen wir das. Boah, das war ja hier, erstmal dachte ich, was ist denn das hier für ein Haufen? Aber jetzt zum Ende kam der Pecher dann doch ganz vernünftig rüber, wa? Ja, es sind ganz nette Leute hier, ne? Aber ein bisschen, wie soll man das sagen? Lässt sich schnell hochtreiben? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich hab auch gemerkt. Da drauf? Naja, weiß ich nicht. Ich hab da irgendwie so ein Spür manchmal für, wenn so Leute ganz schnell mal aus dem Leim gehen. Ja, er fährt sehr schnell nach oben. Ja, da haben sie recht. Naja, ja, gut. Muss man auch mit umgehen können. Ich sag mal, jetzt gerade im Vier-Augen-Gespräch, dann klang der relativ vernünftig, muss ich sagen. Also, genau. Das hier ist der Rehbachhof. Ja. Da können Sie mal kurz ausschalten. Wir hatten hier vor kurzem eine Baumaßnahme. Ja. Durch den Bauhof der Gemeinde. Wir haben hier so ein quasi Vorbereitung getroffen, dass Sie hier ein Schafsgehege machen können. Eine Weide. Ja. Na, wie Sie hier sehen, haben wir schon mal die Futterdröge und so hingestellt. Ja, fehlen ja nur noch die Tiere, wa? Genau, und halt die Umzäunung und so. Mhm. Ein Beinlager haben wir gestellt. Und die wollen auch noch reden hier. Und deswegen sind wir jetzt nochmal hier, damit wir mal gucken können, dass wir uns das sagen, wo die hinkommen. Ne? Okay. Ja, dann machen also wir das. Aber ich muss jetzt kurz mal gucken, weil irgendwie ist keiner hier. Nö, es sieht ziemlich verlassen aus, das Höfchen hier. Ja, ich telefoniere mal kurz. Warte, machen Sie das? Hier. Und dann machen wir nächstes. Gut. Ja, sieht doch ganz schön aus hier, wa? Muss man mal so sagen. Schönes Örtchen, kann man nichts drüber sagen. Oh, guck mal, da hinten kommt da irgendwas angedüst. Boah, guck mal, hier auch mit alten Gerätschaften. Mensch, die sind ja alle noch im 80er stehen geblieben. So. Ja. Genau, die kommen hierher. Ja, ich sehe gerade, hier ist ja schon einer. Und wie stehen die hier alle auf alte Maschinchen, wa? Habe ich so den Eindruck. Waren irgendwie alle, ja, irgendwie so Youngtimer und sowas. Genau, genau. Es ist ein bisschen, es ist halt ein idyllisches Örtchen, ne? Ja, die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben hier, sag ich mal, wa? Ja, aber die großen Maschinen passen ja auch nicht her, weil die Straßen sind relativ eng und so, wenn da so ein 1050 lang wird, das passt einfach nicht. Naja, nee, das ist richtig. Da ist es schon wahrscheinlich schwer, da mit dem LKW richtig rumzuhantieren, wa? Richtig, richtig. Hm. Deswegen sind die Sachen immer ein bisschen kaputt vom Herrn Heimann, aber ist ja egal. Ja, naja. Schon guten Tag, die Herren. Mahlzeit, hallo. Tagchen. Hallo. So, also, genau. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist richtig. Ich bin der Herr Langhammer. Ich bin jetzt hier sozusagen auch... Ich bin jetzt, wir haben jetzt eine Ebene drin geschoben. Das ist von der Agrargemeinschaft. Genau. Das ist quasi mein Mitarbeiter. Genau. Ah, okay. Und gleichzeitig ohne Führungskraft, tatsächlich. War. Genau, hallo. Tagchen, Herr hallo. Schönen guten Tag. Das ist der Herr Langhammer, das ist ein neuer Mitarbeiter von uns. Genau. Okay. Der wird die Produktions- und Transportsparte so ein bisschen mitleiten. Mhm. Ah, genau. Ja, okay. Das heißt, bei Ihnen auch der Ansprechpartner für die Milchproduktion. Warte mal, gib Ihnen mal hier schon mal meine Visitenkarte, wa? Oh ja. Dass Sie da schon mal eine Telefonnummer haben. Ich bin immer für Sie erreichbar, natürlich zu Geschäftszeiten und im Notfall auch mal, wenn es sein muss, auch mal ein bisschen später, wa? Ah ja. Genau, haben Sie mal das Lager überprüft, ob das in Ordnung ist mittlerweile? Inwiefern meinen Sie? Mit der Kapazität? Ja, das passt. Es geht auf jeden Fall noch mehr rein, ja, genau. Ja, das okay. Ballenlager ist super. Genau, Ballenlager hinten ist auch in Ordnung? Ja. Das funktioniert auch sehr gut, ja. Genau, und hier die Fläche, haben Sie da schon mal ein bisschen geguckt, ob das alles so passt mit den Maßen her und so? Das Problem, wir wissen nicht, wie bald die Tiere sich bewegen. Passen Sie auf, also hier, ne? Ja. Von hier und dann haben Sie ungefähr bis hier. Ja. Und dann, wenn Sie mal hier den Gully anschauen, hier, ne, hier. Ach, der Gully. Das ist quasi die hintere Linie. Das Ende von diesem Gully hier, also hier die Seite Richtung Radlader. Das ist dann hier quasi so die Linie nach hinten. Ja. Also wenn Sie quasi so einmal das Feld hier einzäunen, also hier bis zum Rand, ne? Mhm. Dann hier vor, dann hier quasi andocken und dann weiter hier vor und dann quasi hier bis zum Gullideckel wieder hinter. Ah ja. Okay, dann das kriegen wir hin, das machen wir auch noch fertig. Können Sie da die Zäune stehen, sagen Sie uns dann nur Bescheid, wenn Sie den Zaun gezogen haben. Ja, machen wir dann. Ja. Genau, damit wir das abschließen. Jetzt sind wir noch wegen den Reben. Der Herr Pechtel meinte, Sie haben Reben noch bestellt. Ja, genau, das ist hier vorne an dem Feld, an dem Feld 15. Im hinteren Teil. Mhm.
Jetzt ist leider nur durch den letzten Sturm oder was war und so ein bisschen verschwommen. Es soll ungefähr, haben wir jetzt, ja, maximal in die Richtung, also quasi von der Feldanfang hier vorne, vom Landhandel aus gesehen bis hierhin, ein paar reingesetzt werden. Nichts Wildes, kein großes, kein großer Weinberg oder ähnliches, einfach nur so ein paar für uns privat zum Testen, ob das hier funktioniert oder nicht. Das soll jetzt kein großer Weinberg werden, nur so eine. Aber quasi Richtung Landhandel oder Richtung? Nein, nee, hier so nee, Richtung Waldstück Wald, genau. Also längst. Also hier, also hoch quasi. Genau. Aber hier okay, müssen wie viel wir rein? Am Ende müssen wir gucken, dass wir nicht zu weit die reinsetzen. Mhm. Dass wir hier halt mit den Maschinen im Prinzip noch wenden können. Kann, ja. Genau. Ja, was halten Sie davon, wenn wir diesen Baum als Linie nehmen hier? Ja, das müsste dicker ausreichen. Ja, sollte genau. Eigentlich gehen, ja, genau. Und wie viel Reihen wollen Sie da? Ja, das vielleicht das Maximum bis hierhin ungefähr, vielleicht ausloten, das, was geht, was sinnvoll ist, setzen. Also von rechts hier? Genau. Bis dahin, wo Sie stehen? Genau, genau. Ja, genau. Das ist doch schon ordentlich, da kommt ja ein bisschen mehr, eine weniger wird, ist nicht so dramatisch, aber ja, so ungefähr. Genau, so um den Dreh. Ja, nee, das bekommen wir hin, ja. Das werden wir vorbereiten. Wir werden da jetzt auch einen Bagger vorbeistellen. Mhm. Dass ja. Das Ganze dann anschaut und dann werden wir ihnen da Bescheid geben, ja. Wenn, sobald die, also sehen ja dann, wenn die Reben stehen, ja. Dass sie dann quasi anfangen können mit allem, ja. Genau, das wäre super. Ah ja, gut, das. Genau, dann würden wir das auch organisieren mit dem Transport, mit dem Landhandel, dass sie das dann vorbeibringen. Ja, ja, wir haben mit Herrn Pech gesprochen, der wollte dann eigentlich dann vorbeikommen und die dann mit seinem Angestellten da sitzen oder so. Ne, die sollen einfach nur die Sachen vorbeibringen. Okay. Klären Sie es mit ihm, dass sie die Freigabe haben, die sollen es erstmal vorbeibringen, ja? Mhm. Ja. Die ganzen Holzstäbe und sowas aufstellen. Ja. Und wir werden dann die Holzstäbe einbauen und dann quasi wird angesät, ja? Alles klar, machen wir gut. So. Gut. Ja, perfekt. Gut, ja. Und ja. Eine kurze Sache noch, bei dem Schafstall, wo die Futtertröge sind, wollten wir vielleicht davor noch ein bisschen pflastern, dass man da halt nicht auf einer Wiese reinfahren muss im Prinzip. Ja. Wenn wir uns das nochmal angucken wollen vielleicht? Wenn Sie sagen, die Herren, ich gehe mal kurz hier hinten in den Busch drin, ja? Ich muss mal jetzt trinken, mal einmal. Alles klar. Alles klar. Gut, aber meine lieben Freunde, das war's wieder mit der quasi ersten Folge auf Rehbach, / Fichtal, mit Rudi Langhammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch, dass quasi ein neuer alter Charakter wieder zurück ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar, dann natürlich auch eure Anregung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal oder beziehungsweise in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Rudi Langhammer und nicht Sigi Rohrmüller, wollte ich nämlich gerade sagen. Bis dahin, ciao.